Sehr, sehr wichtige Dinge müssen wir noch besprechen, aber erstmal muss ich jetzt hier einen Sieg holen. Erstmal muss ich hier einen Sieg holen, weil ich habe. Guckt euch mal bitte. Ich habe 3 Medaillons. Ich habe eigentlich alle Medaillons der Runde. Es ist nur noch ein Spieler. Ich habe 9 Kills und ich hoffe, dass ich jetzt hier die Runde gewinne. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Ganz wichtig, liken und abonnieren nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Lass mal abchecken, wo der ist. Wo ist der letzte Spieler? Ich glaube, entweder das ist ein Bot oder es ist einer, der am Campen ist. Ich weiß es nicht. Am Ende werde ich von dem geholt, weißt. Hä, wo ist der? Der muss jetzt irgendwo gleich hierher kommen. Ich werd von ihm irgendwie geholt. Bitte nicht. Ich habe Angst. Bei sowas habe ich wirklich Angst. Warte mal. Ich fahre jetzt rum. Ich suche den jetzt. Ich suche den jetzt. Wo ist er? Wo bist du? Wo bist du? Es kann doch nicht so schwer sein. Ich sehe. Aha. Hier vielleicht? In der Pyramide? Nö. Am Ende ist er einfach besser als ich. Kannst mal Ares spielen? Ich habe leider den Skin nicht. Also eine Sache verstehe ich jetzt ehrlich hier nicht. Wo ist der Dude? Hä? Das ist einfach ein Geist. Ich sehe nicht mal Steps. Das muss ein Bot sein. Hä? Wow. Wow. Heftig. Okay. Okay. Aber ey, ich habe einen Sieg geholt. Besser? Besser geht's nicht. Und jetzt schauen wir uns die ganzen Neuigkeiten an. Ja gut, dann zeige ich euch jetzt die ganzen Neuigkeiten, weil viele meinen ja. Ja, Kratos April-Scherz. Sie haben heute wieder ein paar Infos gesehen, dass Kratos nicht mehr kommt. Das Ganze werden wir uns anschauen. Aber, ganz wichtig, ich muss eine Runde Ranked heute noch spielen, weil in ein paar Tagen beginnt der Cup. In 4 Tagen, dazu bin ich dann auch live. Da können wir uns ja 4 gratis Items freischalten. Ein Gleiter, für die, die es immer noch nicht gesehen haben. Ja, der Gleiter wird halt hier nicht mehr angezeigt, aber in meinen letzten Videos habe ich den eh gezeigt. Ein richtig schmackhafter Gleiter. Was auch wichtig ist, ganz wichtig, übrigens, ihr habt nur noch 19 Stunden Zeit für die Gratis-Items. Also, für das hier habt ihr nur noch 19 Stunden Zeit und ich weiß nicht, ob das in den Item-Shop kommen wird. Ich bin mit einem fertig, also das heißt, ich muss hier nichts mehr machen. Was ich noch machen muss, sind die ganzen Ranked-Sachen. Die ganzen Ranked-Dinge muss ich machen. Werde ich eh gleich ein bisschen machen. Und dann kommt auch schon morgen. Ja, morgen kommt auch schon Koral. Es müsste 15 Uhr sein, wo wir uns die erste Seite freischalten können. Und die zweite. Das ist richtig. Also, ich finde, den Gleiter ist eine 10 von 10. Allein der Skin schon, der ist richtig wild. Der ist richtig wild. Und am 9. April bekommen wir dann das nächste große Update, wo wir dann höchstwahrscheinlich auch da den neuen Mini-Battle Pass reinbekommen von Avatar. Und neue Avatar-Skins in den Shop. Und deswegen wird es dann krass werden. Ja, und jetzt schauen wir uns noch mal ein paar andere Dinge an. Jetzt muss ich nur kurz switchen. Jetzt passt auf. Jetzt passt auf, jetzt passt auf. Haltet euch fest. Wir haben hier Kratos. Kratos, ups. Warum sage ich jedes Mal jetzt Kratos dazu? Jedes Mal sage ich Kratos dazu. Wenn ich irgendwie. Ich träume schon viel zu viel von Kratos. Viel zu viel. Also hier habt ihr Gameplay zu dem Gleiter, den wir uns dann. Ja, morgen mit Challenges freischalten können. Das ist dieser eine Gleiter da, den ich euch gerade gezeigt hatte. Und so sieht er halt in-game aus. Der Gleiter ist. Der ist schon cool. Ja. Der ist wild. Ich denke nicht, dass es irgendwie schwer sein wird, sich das Ganze freizuschalten. Weißt du, wie viel der Avatar Battle Pass kostet? Der kostet 1000 V-Bucks, so wie die ganzen anderen auch. Klar, da wird es wieder kostenlosen Bereich geben, kostenpflichtigen Bereich. Das sind halt diese 1000 V-Bucks. Und der wird nice. Dann haben wir hier, was haben wir noch für Neuigkeiten? Ich wurde einfach darauf markiert, ja, dass angeblich sehr viele Spieler die Meldung bekommen haben, dass die 950 V-Bucks abgezogen worden sind, dass das irgendwie ein Fehler war. Hier seht ihr es ja. Das Item hier wurde removed, also entfernt. Das ist aber nur ein April-Scherz. Also lasst euch heute nicht zu viel trollen. Denkt einfach immer daran, alles, was heute komisches gepostet wird, ist ein Troll. Also nein, die 950 V-Bucks, die sehr viele bekommen haben, wurden nicht abgezogen. Das ist hier ein April-Scherz und ich habe immer noch keine Ahnung, wozu die waren. Ich habe keine Ahnung, vorher hat dazu immer noch nichts gesagt.
Ich denke mal auch, ihr könnt die alle ausgeben, werdet nicht ins Minus gehen. Das wäre ansonsten viel zu komisch. Aber das ist nur eine Fake News. Ich wurde darauf heute auf Twitter markiert. Deswegen nehme ich das noch hier mit rein, weil, ja, stimmt halt nicht. Das hier ist nicht real. Ihr behaltet eure V-Bucks außer Fortnite. Was ich jetzt zu 99,9% nicht glaube, wird sich dann irgendwann melden und sagt, ey, das war ein Fehler. Und ihr werdet aber eure V-Bucks behalten. So würde es dann ablaufen, aber niemals ziehen die euch jetzt die V-Bucks mehr ab. Macht gar keinen Sinn. Ansonsten soll noch irgendwie ein neuer Gem-Track erscheinen. Shields? Keine Ahnung. Ja, also das kommt rein. Irgendwann. Vielleicht jetzt auch in den nächsten Item-Shop. Kommen wir jetzt auch schon zu der wichtigen News? Nee, noch nicht. Aber jetzt habe ich ja bereits schon erwähnt, ihr habt nur noch 20 Stunden Zeit, also 19 Stunden Zeit, euch die Dinge freizuschalten. Macht das Ganze, weil die Dinge, ich weiß nicht, ob sie in den Itemshop kommen oder nicht. Jetzt kommen wir mal zum geliebten Kratos-Thema. War das ein April-Scherz oder war es nicht? Ja, ich muss euch da leider enttäuschen. Das Ganze war ein April-Scherz. Ich wusste davon. Ich musste dann natürlich mitmachen. Nein, Spaß. Nee, war es nicht. Ist ja logisch. Kratos wird auf jeden Fall zurückkehren. Lasst euch da auch nicht rumtrollen. Heute ist der 1. April. Wenn ihr irgendwas heute sehen solltet, dass Kratos angeblich zufälligerweise nicht kommen soll, dass ihr das heute erfahrt, zufällig heute, denkt einfach an den 1. April. Kratos wurde in die Shop-Sektion hinzugefügt vor dem 1. April. Der wird kommen. Der wird kommen. Und an alle, die sagen, er kommt nicht, ich lach euch hart aus, wenn er dann drin ist. Wenn er drin ist, werde ich euch auslachen. Genau das gleiche Thema wie mit Travis Scott. Weil, wenn man ein bisschen logisch denkt, jeder hat auch gesagt, Black Widow kommt nie wieder in den Shop rein. Und eins müsst ihr euch überlegen. Black Widow war seltener als Kratos, ist reingekommen. Alleine die Spitzhacke, nur mal so als kleine Randinformation, die Spitzhacke war 700 Tage seltener, die von Black Widow, die gerade noch im Shop drin ist. Und es ist auch eine Corporation-Spitzhacke und die ist trotzdem reingekommen. Jeder hat immer gesagt, sie kommt nicht. Black Widow bleibt OG. Die bleibt OG, genauso OG wie mein Greedy. Aber ja, es wird passieren. Nur die Frage ist, wann. Auf jeden Fall, ich habe euch gesagt, in dieser Season wird es passieren. Aber es müsste theoretisch gesehen, weil Fortnite fügt es ja nicht umsonst hinzu, es müsste theoretisch vor dem. Es müsste vor dem 9. April passieren. Außer Fortnite denkt sich so, nee, kein Bock. Aber nicht umsonst fügen die das einfach jetzt so schon rein in die Shop-Sektion. Macht keinen Sinn. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es heute bis zum 9. dauern kann. Also entweder am 3., am 2., morgen gleich, am 4., 5. Wenn er immer noch nicht nach dem 9. kommt, dann müssen wir halt abwarten. Und wenn es halt so ist, wie es sein, vielleicht sein wird, kommt er halt Ende der Season. Keine Ahnung. Macht für mich gar keinen Sinn. Aber bei Kratos müssen wir leider abwarten und Tee trinken. Da kann ich nicht mehr dazu sagen. Aber also chillt euer Leben. Chillt, der kommt, falls ihr was sehen solltet. Es ist nur ein April-Scherz und ja, wichtig, tragt jetzt hier für SWPT ein. Ganz, ganz wichtig, damit ihr auch so schnell wie möglich am besten morgen gleich reinkommt.